Ich übergebe mich mal. Während der Hirte versucht, seine Schafe wieder auf die Weide zu treiben. Ja. Mal diese ollen Klugscheißer hier. Hast du gerade geschossen? Der Arsch. Bam! Schade. Ich kann mal durch dein dämliches Gesicht reiben. Bam! Ich sagte Bam! Bam! Das ist so geil! War es einfach nur bis 100? Und dann macht's Bam! Ich sagte Bam! Warte. Stress mich nicht! Bam! Ja, sind jetzt eigentlich die stärksten oder die. Ja, klar. Obwohl es an sich auch schwach sind. Können wir uns für den Endboss aufheben? Obwohl. Dann haben wir die meisten noch. Bam! Weil ja, quasi am Ende des Laufes. Ja. Quasi einfach mal zerplatzt. Dann mussten wir hier lang. Also quasi davon, wo wir gekommen sind. Blendend! Wonderful! Hau ab, Alter! Bam! Auch noch? Hä? 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 Bam! Voll viel 350. Ja. Vor allem dafür, dass es so. Vor allem, dass es so schnell wieder da ist. First one and the second. So let's go upstairs. Downstairs. Da downstairs, genau. Aber im Hören gehen wir ab. Ja. Energieeinheit erhalten. Ja, gut, dass er noch ein Stück weiter geht. Ja, das war auf jeden Fall das, was wir brauchen. Schön, dass er so trocken Energieeinheit gehalten. Ja. Ich dachte, jetzt war zwar wenigstens. Unbekannte Funktion. Willkommen, Fremder. Ich bekomme nicht oft Besuch hier unten. Der Hadesritter schreckt alle Besucher ab. Welcher Hadesritter? So. Ich habe hier eine Formel, die dir sehr nützlich sein könnte. Das Kraftfeld wird selbst die stärksten Angriffe haben. Ja, das ist der letzte Endboss. Du könntest jetzt den Hagelsturm ausschalten. Aber ich könnte auch den Turboantrieb auch ausschalten. Weißt du, an sich dasselbe in Grün oder nicht? Nee, der macht dich bitte. Also da weicht nicht aus. Also, der ist ja jetzt auch der neue. Ja, ich weiß, aber ich finde den Turboantrieb ganz sinnvoller als den Hagelsturm, der auf Null ist, drin zu behalten. Das ist allerdings wahr. Ja, ich würde gerne, Mann. Also. Schmierfett, das brauchen wir. Ja? Ja. Ja, dann guck mal, wie viel bekannt. Aber ich habe Fäuste, mit denen ich in die Fresse hauen kann. doch. Ja. Das ist das einzige. Ach so, das Energiedings. Das hast du geholt jetzt. Ja. Und jetzt kannst du quasi zurück zu dem. Back to the primitive. Zu dem Hurensohn da gehen, zu dem Doktor-Professor. Ja. Das ist nicht in meinen Arsch. Nein! Cause I don't want it. But it makes me sick to see. What it means to me. So, what you mean to me. The world doesn't change in a day. Ich hab mir von der Basis sogar mehr erhofft. Besonders wenn da 800 Schaden steht.
Vor allem hier haben wir auch schon 200. Oh, bam. Ja. Ich probier ihn einfach mal aus. Das ist natürlich genau die richtige Gegner für euch. Remix. Remix. Ja. Alter, dafür hagelt sich das mal ein paar Fäuste. Bam! Und bam! Alter, da muss der Schädel aber sich richtig drehen. Ja, da dreht sich der Schädel aber richtig. Ja, wo ich bei den Fennersöhnen auch. So. Ich meine, quasi wieder, gleich wieder bei dem alten Hurensohn. Hm. Ist man gleich wieder beim alten Professor? Vielen Dank. Da ist man jetzt quasi wieder bei meinem Hurensohn. Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt nochmal abkackt, dann sag ich nur noch Hurensohn. Renne, 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 renne. Renne, 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 renne. Bum, 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 bum. Renne! Oh, und er kann das Schleifbürger hier treiben. Aber die Treppe, die ich schätzungsweise, die hat bestimmt den Zuschauern richtig angetan. Könnte man glatt noch eine Ehrenrunde drehen, wenn das Spiel nicht andauernd abkacken würde. Ja, wir brauchen schon die ganze Zeit, um immer wieder durch irgendwelche Bildschirme wechseln zu lassen. Oh, my dreams are black. All my colors are too bright for you. La 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 la. Zwei Wochen, da kann er gar nicht mehr kommen jetzt eigentlich. Strange. Fremder, reist du doch. Nee. Fremder, reist du nach Asitopia? Allerdings. Ich will den Neutronenspender aufbauen. Was ich schon erwähnt habe, ist, dass die Arschpimmel Tourette-Version. Aber wenn das nicht witzig ist, ich find's total komisch. Ja, also in der Hinsicht bin ich gern Penner-Sohn. Ja, ich weiß, aber kann halt nicht jeder Sondertutor sein. Ja, wir sind dann gleich wieder Publikum. Zutrauliches und einiges an ekligen Worten gewohntes, nettes Publikum. Weil Kai möchte jetzt den Neutronenspender noch aufstufen und deswegen hier die Aufnahme und sehen uns gleich wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Während wir den Protonenspeer aufgelevelt haben, mit dem wir jetzt dann mal schön nach Asitopia fliegen. Voll Asitopia. Dein Ziel ist Asitopia? Hab ich doch gerade gesagt. Yeah, Opa! Hure! Opa, Hure. Inkontinenter Wichser. Hui! Aroma, das ist auch ein gutes Aroma, oder? Da kam das große Gerät schon weiter. Das soll doch mal einer sagen, eine Bulette schmeckt nicht nach. Excusez-moi, hier bin ich wieder. Hallo, da bin ich. Die Kosmokraft wird dir gegen Edgar behilflich sein. Ach, die brauchen wir auch. Die brauchen wir richtig dringend. Und dazu brauchen wir Kristall und Eisenerz, das ist sehr scheiße. So, Kristall? Okay, Kristall brauchen wir auch noch für die Schlammbombe.
Ja, das wäre gar nicht so schlimm. Eisenerz. Obwohl, verkauft er sowas? Ne, verkauft gar nicht der Affe, ne? Nee, der nicht. Dann müssen wir quasi zum... Gab's da bei dem Automaten? Mach mal die Rahaneskarte. Ja, leider. Wendest du sie an, wird dein nächster Schlag ein Volltreffer werden. Wenn es sein muss. Quasi so richtig eins in die Fresse. Ja, das ist quasi wie Lunarkraft oder wie das heißt. Ja, dann müssen wir nochmal zurück zu, ich glaube, was war es, A3 oder so. Falls es da Eisenerz gab, ich hoffe schon. Geh mir doch mal so dick, du Schwindelwurmel, Alter. Hast du ihn gut ausgestellt? Ja. Nein! Ja, dann halt so. A3. Ja, das war's, glaube ich. So, dann wollen wir uns mal gucken, ob wir hier schön... Grab, grab. Das war's doch nicht. A3. Da war aber schon A1, da waren wir zuerst nach unten gerannt. Ne, A2. Das war's. Objekt, Handlung, bla. So wenig. Ja. Ja, Miete haben wir noch nicht gekriegt. Ja. Aber voll. Was war hier von alles eigentlich? Gut, dann wollen wir da mal wieder hingehen und gucken, was noch kommt. Wie gesagt, ich hoffe, es geht jetzt nicht in eins über, sonst machen wir, glaube ich, wieder einen Quick Save, den ich mir dann aufbewahre. Denn, was ich vorhabe, ist folgendes, oder was wir vorhaben. Unglaublich. Ja. Unbelievable. Ich hätte gerne morgen, so es möglich ist, noch einen Gastkommentator dabei, neben Kai, der dann auch nicht aktiv mit dabei ist. Den wird man dann permanent die ganze Zeit hören, genauso wie diesen Gastkommentator, wenn er Lust hat. Ich werde dann quasi den letzten Endboss machen. Und sofern jetzt nach dem nächsten nichts mehr kommt, sondern gleich der letzte, ja. Das brauche ich genauso. Ich dachte jetzt zum Schluss 30 Millionen Zauberkrist, ne? Ich könnte ja die Rüstung kaufen, weil das ist das Beste von den Sachen. Okay, vielleicht hole ich mir den Helm auch noch. Ich möchte keinen Lampenschirm aufhaben. Ja, scheiß drauf. Fortgeschritten, ne? Ja, sozusagen.
Hallo? Der hält sich in einem Raum im Zentrum von Azitopia auf. Du kannst ihn nur mit der Energieeinheit erreichen. Gib dich dorthin, wo du Geilensteins Rakete geparkt hast. Aktiviere den Teleporter. Das heißt, wir müssen zu A1? Ja, ja. Also einmal gerade durchrennen. Ja, jetzt. Ach was. Ja. Die ist schon nicht schlecht, ne? Quasi immer gut zu gebrauchen gegen einen Endboss. Ja, das muss ich aber schwer machen. Alter. Ja, da platzt die Möhre, ne? Soll ich mit dem Zwirbel nehmen? So, Jungs. Ups, ich hab noch gar nichts gedrückt gehabt. Willst du den hier haben? Oh. Ja, super, Blätter! Das Ding springt dir an Schädel, haut dir 3 Millionen Schaden. Was willst du denn lernen? Ne? I can't move. Okay, yes. Müsste auch irgendwie sowas haben, ne? Ja. Ja. Das ist die erste, aber keine Schwerter aufgestuft. Ja, auch nur eine Axtwaffe aufgestuft. Ist ja jetzt wurscht. Asche. Was finden wir da? Achso. Gibt ja, alle Blätter, Alter. Affenkinder. Nee, das bringt's ja nicht mal mehr so einen Arsch auf den Schuh. Thank you.